Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nieburg. Mein Name ist Rebecca Göllner und dies sind die Themen für Donnerstag, den 13. April. Auf der Bahnstrecke von Nieburg nach Minden erwartet die Deutsche Bahn kaum mehr Güterzugverkehr. Vor 1,5 Jahren hieß es, wegen der geplatzten Neubautrasse von Hamburg nach Hannover, werde der Güterverkehr auf die Strecken Bremen-Nieburg-Hannover und Nieburg-Minden verlagert. 100 Züge mehr am Tag wurden erwartet. 1.900 Teilnehmer wurden im vergangenen Jahr in 160 Erste-Hilfe-Lehrgängen beim Kreisverband des ASB in Nieburg ausgebildet. Mit ehrenamtlichen Kräften alleine sei das nicht mehr zu schaffen, teilt der Kreisverband mit. Seit Anfang April ist mit Bea Lustfeld deshalb nun zum ersten Mal eine hauptamtliche Kraft auf Teilzeitbasis beschäftigt. Immer mehr Kinder bis 3 Jahren, die in einer Krippe betreut werden sollen. Jetzt bekommt die Krippe an der Grundschule in Husum einen Anbau. 300.000 Euro investiert die Gemeinde in den Neubau, sagte Samtgemeindebürgermeister der Mittelweser Jens Beckmeier bei der Grundsteinlegung. Trotz eines leichten Anstiegs der Straftaten im vergangenen Jahr ist die objektive Kriminalbelastung im Landkreis Nieburg nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Insbesondere gegen die zunehmenden Wohnungseinbrüche will die Polizei jedoch verstärkt vorgehen. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Donnerstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.